Er ist Österreicher, kommt aus Wien, wohnt mittlerweile in Deutschland, ist Schauspieler, ist Coach, ist Coach-Trainer. Sprecher. Und Sprecher, ganz genau. Yeah. So, da hat er, oder ist er mir jetzt direkt ins Wort gefallen. Damit herzlich willkommen zu Donner trifft. Diesmal den Schauspieler Frank Oppenhauer. Danke Frank, dir. Hi. Grüße dich. Alles gut? Ja, sehr gut. Frank, du bist Vollblut-Schauspieler. Ja. Und bist ein Österreicher und bist vor ungefähr 5 Jahren nach Deutschland gezogen. Ja. Was zieht ein Österreicher nach Deutschland? Also die Liebe natürlich. Nee, meine Mutter wurde damals in der Kinderlandverschickung, wurde die vom Ruhrpott nach Österreich geschickt. Da gab es damals einen Krieg. Und dann bin ich da aufgewachsen und da hat die drauf bestanden, dass ich Hochdeutsch spreche. Aus dem Grunde, ich kann Wienerisch, aber also, da bräuchte ich jetzt echt lange für. Ja, das haben wir ja schon mal hören dürfen im Film Traum der Zehn. Ja. Ich greife jetzt mal vorweg. Ja. Du spielst in dem Film mit Traum der Zehn, als wir dich angesprochen haben und gesagt haben, beziehungsweise da hast du dich sogar selber gemeldet und hast gesagt, ich würde gerne mitmachen. Warum? Ja. Weil von der Maria ein geniales Projekt. Und da habe ich gesehen, wer da alles mitmacht und so weiter. Ich finde es wirklich ein wahnsinniges Projekt. Seit 4 Jahren, beziehungsweise knapp 5 Jahren, muss man jetzt mittlerweile sagen, bist du Schauspieler. Das ist eigentlich relativ spät. Ja, also, muss ich dir erklären. Ich habe 6 Kinder aus 3 Beziehungen. Da hast du 2 mehr als ich. Ja, nur ich habe mir damals, weißt du, als Coach und Sprecher und so weiter, hast du immer Arbeit. Und du weißt, als Schauspieler heutzutage kann man nicht immer davon ausgehen, dass man jeden Tag sein Geld verdient. Und ich habe mir damals gesagt, erst muss ich die groß kriegen, bevor ich an mich denke. Und jetzt mein jüngster Sohn hat jetzt Abitur gemacht. Und jetzt habe ich also die seit 4 Jahren, jetzt habe ich die Zeit, die ich dafür brauche, um mal selbst an mich zu denken und jetzt loszulegen. Ja, dein Jüngster tritt auch in deine Fußstapfen. Ja, er hat ja bei Traum der Zehn auch mitgespielt, wo er wirklich Spaß dran gehabt hat und der will jetzt auch in dem Bereich sein Studio machen. Schauspielerei sollte man eigentlich lernen, wenn man ganz, 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 ganz weit nach oben hin will, ja, sagt man allgemein. Es gibt aber sicherlich auch den einen oder anderen, der ohne dem auskommt. Also ich darf ja jetzt nichts dazu sagen als Coach, aber ich kann dir eins sagen, Schauspielern kann man gar nicht lernen. Weißt du, du kannst viele Techniken erlernen und dich präsentieren auch vielleicht, aber es gibt ganz viele gute Schauspieler und nur ganz wenige Top-Schauspieler. Beim guten Schauspieler sieht es so aus, der kriegt seinen Text, liest den, spielt seine Rolle und der Regisseur sagt, okay, können wir lassen. Beim Top-Schauspieler, weißt du, das ist einer von denen, da sitzt der Mann vors Fernsehen und sagt zu seiner Frau, guck mal, Jutta, der spielt seine Rolle aber gut. Der nimmt die Leute mit auf die Reise dann, mehr oder weniger. Es wird ja dann da merkst du gar nicht, dass da gespielt wird. Das sind die Feinheiten, die es ausmacht. Es gibt ja auch sehr viele Tricks beim Fernsehen, beim Film generell. Gerade was die Szenen so mit Traurigkeit betrifft, das plötzliche Weinen, da wird ja sehr häufig mit Zwiebeln nachgeholfen. Hast du schon viele Schauspieler oder Schauspielerinnen treffen können, die spontan wirklich nach ein paar Sekunden plötzlich ihre Tränen fließen lassen können, ohne dass man Hilfsmittel benutzt? Ja, das ist dann alles nur eine Erfahrungssache. Weil gute Schauspielerin zum Beispiel, die zerren dann davon, die haben irgendwo mal was erlebt, so richtig einschneidiges Erlebnis, wo die wirklich dann geweint haben. Und die können das dann, die denken dann, wenn die, bevor die spielen, denken die daran und weinen dann wirklich. Aber nicht, weil die es gelernt haben, sondern weil die mal was erlebt haben, was die zum Weinen gebracht hat. Das ist auch, deswegen, ich bin ja auch zertifizierter Coaching-Actor, wie du ja weißt. Ich wollte gerade sagen, das sind wahrscheinlich dann auch die Tricks, die du dann als Coach weitergibst. Richtig, das ist dann so Schauspielern. Ich habe mir immer gedacht, als Schauspieler, da kommt nicht mehr viel. Aber als Coaching-Actor, da machst du die Dinge, die dazwischen stecken. Das heißt, Selbstspiegelung und so, wo man selbst gar nicht drüber nachdenkt. Oder das ist so interessant, das kann ich also eigentlich jedem nur mal raten. Da gibt es auch Kurse, die man machen kann, weil das ist eine Erfahrung. Mhm. Also da fängt Schauspieler erst eigentlich an, sage ich mal so. Du machst ja auch sehr viel Coaching, also von daher siehst du ja oder bekommst ja auch mit, dass Nachwuchsschauspieler sich dann bewerben, bei Castings dann da sind und teilweise im Unterricht dann sich ja
ich formuliere es mal ganz, ganz salopp, affig benehmen müssen. Ja. Warum ist das so? Das heißt, man jemanden auf den Boden der Tatsachen bringen. Das heißt, man muss Kind werden, weil die besten Schauspieler, da gibt es auch viele Beispiele für, sind halt Kinder. Die spielen nicht, die sind so in dem Moment. Das heißt, es ist ja dieses mit dem Rumgerennen am Boden, rumkrabbeln und so weiter. Das ist ja nur, um sich wirklich, man kann sagen, ich hole ihn jetzt erstmal runter, um den erstmal richtig aufzubauen. So könnte man das formulieren, aber nur dann kannst du das so übernehmen. Ja. Coach, Sprecher, Schauspieler, was davon würdest du oder machst du am liebsten? Natürlich Schauspieler. Als Coach verdiene ich Geld, als Sprecher, werde ich für Werbung oft gebucht und so weiter. Aber wo ist nochmal auf die Thema zuzukommen? Weißt du, es gibt zwei Arten von Schauspielern. Das eine sind die gut bezahlten Profilügner. Wirklich. Die so gut lügen, dass man denen das glaubt. Deswegen können die auch gute Rollen spielen. Und dann gibt es die Schauspieler, die sich ihre Kindheit bewahrt haben. Das Kind in sich. Ich glaube, da gehören wir beide zu. Ich weiß es nicht. Das heißt, die haben sich ihre Kindheit bewahrt. Die spielen dann wirklich. Die Realität ist nicht mehr da. Und das sind die richtigen Schauspieler. Das ist total feines Schauspiel. Gibt es einige Beispiele für, nur wenn ich jetzt einen nenne, dann müsste ich den anderen nennen. Deswegen halte ich mich da mal lieber ganz zurück. Ich glaube, da reicht auch nicht die Zeit aus, um die alle zu benennen. Ja. Aber wenn wir gerade beim Spielen sind, ja. Social Media ist ja auch ein Spielen. Ein Spielen mit den Elementen. Ja. Ist das auch eine Spielerei von Schauspielern, die sich da dort präsentieren und sich, manchmal habe ich so das Gefühl, dass die sich teilweise auch anbiedern? Ja, ich meine Facebook, ich kann jetzt nur von Facebook sprechen, weil das ist das Einzige, was ich hinbekomme im Bereich Social Media. Nein, Facebook ist verdammt wichtig, weil du kannst es dir auch vorstellen, bei Facebook, du liest Kommentare von Leuten mehrmals, die ziehen sich vor der Kamera aus. Du erkennst so vieles. Also jetzt nicht bildlich gesehen, dass sie sich ausziehen, sondern von ihrem Wesen her. Ja, richtig, genau. Du kannst so viel da erkennen, gerade auch als Coach, weil die merken es aber nicht. Und Facebook, ich kenne ganz viele Künstler, die leben ausschließlich von Facebook. Die kriegen da ihre Rollen. Das Gleiche, ich habe jetzt im nächsten Jahr ein größeres Projekt anstehen mit dem Martin de Wolf. Die Rückkehr der DDR drehen wir. Und die Rolle habe ich auch über Facebook bekommen. Der meinte, ich passe da gut rein und so weiter. Dann haben wir Gespräche geführt. Aber das ist so. Weil erfahrene Leute, glaubst du mir, die richtig Ahnung haben, erkennen ihre Leute an der Nasenspitze. Du sprichst gerade von erfahrenen Leuten. Ja. Kann man auch sagen, von lebenserfahrenen Leuten, Menschen, Schauspieler, ja, Schauspielerinnen? Auch Schauspiel ist eine Lebenserfahrung. Die besten Schauspieler, die nutzen ihre eigenen Erfahrungen aus, um es umzusetzen. Weil die Rollen, die spielen, haben ganz, ganz viele schon selbst erlebt. Du sprichst jetzt gerade vom Erleben. Du hast auch eine Menge schon erlebt. Was waren so in deiner Schauspielkarriere, Sprecherkarriere und Coachingkarriere so die Highlights, wo du unheimlich gerne zurückblickst? Also als Schauspieler denke ich unheimlich gerne zurück an den Film mit dem Tom Gerhardt. Da habe ich drei verschiedene Rollen drin gespielt. Das war eine ganz lustige Aktion, war es gewesen. Das war der erste große Film, wo ich da mitgespielt habe. Und das ist so in mir drin, das hat mich geprägt, mehr oder weniger. Wenn ich an den Film zurückdenke, muss ich mir daran denken. Und als Coach muss ich daran denken, wie ich für, bekannten Sender Doku-Stars gecoacht habe. Das habe ich aber nur einmal im Leben. Das hat dir dann gereicht. Nee, das lag nicht an denen, das lag an mir. Ich habe zu viel von denen erwartet. Aber die kamen da an und hatten fast nur alle einen Größenwahn. Ich wollte schon fragen, gibt es wer? Die von dem Sender oder die Stars? Die vermeintlichen Stars. Ja. Nur, du kannst ja niemanden beibringen, der gar nichts annimmt. Also ich habe die noch verrückter gemacht, als sie eigentlich schon sind. Ich habe das dann abgebrochen, bin nach Hause gefahren und habe mir dann 13 Bier getrunken oder so. Nee, das ging nicht, kann nicht. Nur, sind wir mal ehrlich. Das sind aber doch die Dinge,
wodurch in Deutschland die Schauspielerei immer schlimmer, also immer schwieriger wird. Ich möchte mal auf drei deutsche Schauspieler sprechen kommen. Matthias Schweighöfer, hier Schimanski, Götz-George. Und wie heißt unser, der so immer so schön nuschelt? Ich komme jetzt gerade. Til Schweiger, ganz genau. Das sind drei Schauspieler, beziehungsweise eigentlich könnte man noch einen vierten nehmen, nämlich Klaus Kinski. Ja. Das sind vier Schauspieler, die eigentlich ihre Persönlichkeit immer in die Rollen mit reingebracht haben. Ja. Wenn du jetzt jemand siehst, coachen musst oder auch willst und der steht vor dir und sagt, bring mir mal bitte die Schauspielerei bei, was musst du als Coach beachten? Wie viel sagst du ihm? 50%, 70%, 80%, behalt deine Persönlichkeit und bring die Persönlichkeit mit in die Rolle rein. Ja, du musst das so sehen. Es ist ja oftmals so, dass die Regisseure dass die Rollen auf die Leute zugeschnitten werden. Die sind gezielt auf die Persönlichkeit von dem jeweiligen Schauspieler. Oder es muss Zufall sein, dass es dann passt. Aber es gibt ganz viele Rollen, die werden auf die Person zugeschnitten. Das heißt, die brauchen dann gar nicht mehr zu spielen. Die sind so, wie sie sind. Deswegen, es gibt ja unheimlich viele Darsteller. Da gibt es so viele, die, da sagt man, der ist wie der Frank Montebock, der beim Stromberg mitgespielt hat. Der war für die Rolle gemacht. Ja, wobei Frank auch wirklich dann so ist, wie er die gespielt hat. Ja, ich meine, Frank kenne ich ja auch persönlich. Ist ja kein Unterschied zu dem. Nee, überhaupt nicht. Ja, das ist das, was ich damit meine. Die passen dann wie Arsch auf Eimer, sagt man dann so. Arsch auf Eimer ist so das nächste Oponono. Ja, Familie mein Oponono. Baby, dein Baby. Da möchte ich auch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, weil da bringst du sehr, sehr viel Persönlichkeit mit rein. Ja. Du spielst den Vater, du spielst die Mutter. Ich weiß nicht, welche Rollen du dann noch alle spielst. Opa. Den Ottmar, den Olaf, den Opa und die Mutter, die spielen. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Oponono's zu drehen? Weil ganz einfach, ich habe mir gesagt, jetzt musst du was tun. Selbst was tun, weil wenn du alles, was du nicht selbst machst, erreichst du nicht. Oder du musst verdammt viel Glück haben. Weil es war damals so, als ich vor 4 Jahren gesagt habe, ich fange jetzt an mit der Schauspielerei, so für mich selbst. Bin ich zu Filmfirmen hin. Und letzten Endes haben die gesagt, nee. Wir arbeiten nur mit Agenturen zusammen, die uns seit Jahren bekannt sind. Da habe ich gesagt, komm, lasst mich mal hier mitspielen. Dann bin ich zu den Agenturen hin und die sagten zu mir, wir sind doch froh, dass wir für unsere Leute überhaupt was zu tun haben. Ganz schwierig im Moment. Das liegt auch in den Druck zum Teil. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du was erreichen willst, musst du Gas geben, selbst was machen. Da ist mir dann die Geschichte mit der Familie Oppenheimer angefangen. Jetzt geht auch bald richtig los, nur die Zeit fehlt mir immer so ein bisschen, aber das ist eine ganz geile Sache, da bin ich auch schon, nur nachdem ich die dann vorgestellt habe bei einigen Filmen, Fritzen sage ich immer, da wurden die auf einmal hellhörig, dann haben die, dann habe ich gemerkt, die hören mir zu. Geht auch ein bisschen in die Comedy-Schiene rein. Ist Comedy. Ist das so dein Ding? Trash! Ist das so dein Ding? Ja, nee, eigentlich, weißt du, meine Frau hat mal zu mir, als ich meine Frau damals kennengelernt habe, muss ich dir erzählen. Vor 15 Jahren, meine dritte Frau. Da hat die irgendwann mal zu mir gesagt, hör mal, was bist du eigentlich für ein Typ? Was bist du für ein Clown, hättest du besser sagen können. Nee, was bist du für ein Typ? Weißt du, was ich fast zu der gesagt hätte? Weil viele fragen mich immer, wie bist du denn eigentlich? Ich weiß es nicht. Weißt du, was ich fast zu der gesagt hätte? Ich hätte fast gesagt, ja, wie hättest du mich denn gerne? Ja, ehrlich. Das wäre fatal geworden, dann hättest du, glaube ich, keine 15 Jahre mehr überspannen. Ja, aber das ist halt so, weiß ich wirklich nicht. Aber du hast gerade einen Punkt angesprochen. Ja. Von einer Filmfirma zur nächsten, also von einem Casting zum nächsten. Ob nun als ungelernter Schauspieler, also spielt dass man letzten Endes quasi, kein, die spielt keine Rolle. Sollte man als gelernter Schauspieler auch von Casting zu Casting gehen? Ja, klar, natürlich die größten Schauspieler. Glaub mir, Uwe. Selbst die ganz großen Schauspieler gehen von Casting zu Casting. Ist halt so. Das ist aber weil man hat gelernt, wenn ich viel Gas gebe, fleißig bin, dann kommt der Erfolg auch zwangsläufig von alleine. Weil dann wirst du irgendwie bist du erkannt für eine Rolle, die brauchen dich, dann kriegst du dann die Rollen. Aber das ist halt nur eine Fleißsache. Das ist wie mit allem eigentlich so. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Kann ich auch eigentlich nur jedem empfehlen. Es gibt sehr viele Internetplattformen, wo man sich bewerben kann. Ja. Mit seinem eigenen Profil. Es gibt natürlich massenweise. Ja.
teilweise vielleicht nach deinem Geschmack zu viele Casting-Agenturen? Ja, hundertprozentig. Ich meine, das ist nicht zu viele, aber sind wir mal ehrlich, welche Casting-Agentur kann denn noch seine Leute voll auslasten im Filmbereich? Also es ist ein schweres, hartes Brot, auch erfolgreich als Schauspieler zu sein. Ja. So, das ist jetzt deine Kamera, da guckst du jetzt mal rein und gibst den Menschen, den Nachwuchsdarstellern, vielleicht kannst du denen ein paar Tipps geben, was sie machen sollten, unbedingt machen sollten. Okay, wenn es zum Casting gibt, gebe ich euch jetzt mal einen Tipp. Meistens weiß man schon, was da für eine Rolle gesucht wird. Also kann ich da nur ein Beispiel nennen, der Stefan Jupp zum Beispiel. Da wurde der Kommissar Clouseau oder so gesucht. Und der hat sich extra einen Bart wachsen lassen, der zu der Rolle passt. Und was glaubt ihr, wer die Rolle bekommen hat? Das heißt, optimale Vorbereitung. Und wirklich, wenn Hektik aufkommt, ein Casting, einmal um die eigene Achse drehen und denken, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Dann funktioniert's. Sehr schönes Schlusswort von dir, Frank. Ja, ist die Wahrheit. Ich bedanke mich recht herzlich. Gerne. Und hoffe, dass es bei dir dann weiter aufwärts geht. Und wer da mal reinschauen will, Oponono. Also die Familie dauert noch ein bisschen. Ein paar Folgen sind ja schon gedreht worden. Ja, kann man bei Facebook, wenn man dann Frank Oppenmauer sucht. Ja, sag da nicht so viel. Da gibt es so ein paar Kurzvideos schon bereits. Da kann man schon mal so ein bisschen reinschauen. Das erste wollte ich eigentlich löschen, aber ich weiß nicht, wie man das löscht. Ja, lass es mal drin. Soll sich einfach als Inspiration nehmen. Aber nicht zu ernst nehmen, weil ein Versuch war es nur gewesen. Nur ein Versuch, nicht zu ernst nehmen. Vielen Dank, dass du hier warst. Alles klar, schönen Tag noch. Ciao.